Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. So, wir haben in der letzten Folge endlich die Schaufel gefunden. Das ist sehr schön. Wir haben sie. Und ich frage mich gerade, warum liegt denn hier auf dem Balken Schnee? Hat das vielleicht damit zu tun, dass da oben einer fehlt? Bin mir da gerade nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, ob wir da oben irgendwie noch drankommen. Wir können ja mal gucken. Wir haben jede Menge Holz gefällt. Wo ist denn Kelvin eigentlich? Kelvin ist da hinten Holz am Fällen und holt Stämme, obwohl er sie da holen könnte. Da liegen sie bereits gefällt. Fertig zum Abtransport. Was ist eigentlich da passiert? Weiß man auch nicht so genau, ne? So. Okay, das hat funktioniert. Das muss die Decke sein, von, also die Zwischendecke hier. Aber warum hier irgendwie die Balken hier, die kriegt man ja auch nicht raus, ne? Naja gut, halb so wild. So, wir sind immer noch hier zugange, da hinten mit unserer Palisade. La Palisada. Das hier, das ist so ein bisschen, wir nennen es mal moderne Baukunst. So, hier machen wir noch zu. Und dann haben wir hoffentlich von der Seite aus auch komplette Ruhe. Das wäre fantastös, wäre das. Na? So. Wo ist eigentlich Virginia? Die haben wir schon länger nicht gesehen, ne? Ich hoffe, sie lebt noch. Aber ich habe keinen Plan. Ich weiß, ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann wir sie zuletzt gesehen haben. So, meinst du, das reicht? Ja, ist jetzt nicht so super toll, aber es wird wohl reichen, ne? Dass da keiner durchkommt. So. Ja. Und eben gerade, ich habe gerade ein bisschen Aufnahmepäuschen gemacht, habe noch so ein bisschen mit Jule gequatscht. Ich hatte ja in der letzten oder vorletzten Folge schon erwähnt, ich muss also mal ins Krankenhaus die Tage hier. Deswegen produziere ich gerade fleißigst vor. Und da kam doch tatsächlich wieder so ein toller Kommentar rein. Ich habe dir doch schon vorletzte Folge geschrieben, du sollst die Taschenlampe abholen. Da und da und da. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Deshalb konnte ich nicht lesen, was da steht. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch erwähnen soll, dass die Folgen vorproduziert sind. Wir haben es jetzt gerade, was haben wir denn heute? Heute ist der 23. März, an dem ich diese Folge hier aufnehme. Wieso kann ich denn den nicht anspitzen? Manchmal geht das irgendwie nicht. Warum auch immer. Ja, also wir haben heute den 23. März oder den 24. Warte, ich guck mal gerade. Ne, den 22. März haben wir heute. Heute ist der 22. März, damit ihr mal so ungefähr ein Bild davon bekommt, in Bezug auf das Vorproduzieren der Videos. Ich versuche das mal gerade von der anderen Seite. Das doppelte Lodging greift wieder an. Au, das tat weh.
Aber ihn hat's auch gerissen. So, kann ich mir direkt hier ein neues Stück Mutanten. So einen leckeren Mutantenarsch hier rausschnitzen. Lecker. So, pass auf. Hier, Mutantenrüstung. Ja, damit. Können wir nicht noch was abschneiden? Das sind doch eigentlich zwei. Geht nicht. So, also hier, das ist ja nur so ein Test. Wir haben hier einfach mal so aus dem See rausgebaut. Und mal gucken, ob das hält im Frühjahr. Oder ob das einstürzt und wegschwimmt. Ich bin gespannt. So, und am liebsten würde ich hier auch noch zumachen irgendwie. Das könnte allerdings schwierig werden, ne? Ich schau mal. Ich glaube, wir hatten hier schon das Problem, dass wir hier... Na, ein bisschen geht's noch, ne? Aber den kann ich jetzt anspitzen hier, den letzten. Ich probiere mal, wie weit ich da so rüberkomme. Solange Kelvin mir die Stämme bringt. Ah, hier ist dann plötzlich Ende. Jetzt treibt mein Holz da vorne rum. Ah, Mist. Na. Irgendwie kommt man hier nur ganz schlecht raus. Ach, das ist wahrscheinlich wegen der Eiskante jetzt gerade so schwierig, ne? Man schwimmt da so dagegen. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, Kelvin, mach mal Pause. Okay. Sollte aber genügen, oder? Da ist ja Virginia. Sie hat auch noch den GPS-Tag dran. Wo war die denn die ganze Zeit? Danke. So. Okay. Die läuft weg. Soll ich mitkommen? Die wollte mir doch irgendwie was zeigen gerade, oder? Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich glaube, es wird dunkel, ne? Na egal, wir laufen ihr mal nach. Wir laufen ihr einfach mal hinterher. Sie läuft wahrscheinlich wieder da vorne hin zu der Höhle, ne? Sieht so aus, ne? Na, macht nichts, dann können wir hier die Kisten leer machen. Die läuft hier wieder hin. Und zeigt wahrscheinlich wieder nach rechts, ne? Ne, sie zeigt nach vorne. Da vorne hingezeigt. Und sie versteckt sich gerade. Ich habe ihr doch gerade eine Waffe gegeben. Sie hat sie mir wieder zurückgeschmissen. Ne? Also wir sollen auf jeden Fall in diese Richtung da. Okay.
Virginia ballert noch ein bisschen rum. Ich würde sagen, wir hauen erstmal ab, ne? Ist eine gute Idee, bin ich dabei. Geh noch gerade hier rüber zu der Kiste. Hier liegt auch noch eine. Was ist eigentlich hier mit meiner Taschenlampe? Ausrüsten. So, die ist doch wieder voll. Achso, jetzt sehe ich nur nicht, wo ich hinlaufe, ne? Okay, wir versuchen mal irgendwie nach Hause zu kommen. Aber hier laufe ich gerade falsch. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Vorne ist unser Haus. Boah, das sieht doch schon einigermaßen cool aus. Doch, das gefällt mir. Das sieht gut aus. So, Taschenlampe machen wir weg. Hier machen wir einfach mal zu. Kelvin ist immer noch Holz am Holen. Obwohl, ne, dann lasse ich offen. So, und ich glaube... Ich hau mich einfach mal ins Bett. Hier müssen wir noch eine Fackel fertig machen. So. Hey. Abend. So, gehen wir mal rein. Wir speichern mal hier ab. So, und bitte, 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 bitte guckt hier aufs Datum, ja. Ihr seht ja, was für ein Datum wir haben, wenn die Folge online ist, ja. Und hier steht das Datum, wo ich sie gerade aufnehme, ja. So. Und dann schlafen wir mal. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Wir haben hier noch vergammeltes Fleisch. Wir haben hier Ramennudeln. Was knistert denn da so? Wieder die Fackel? Oder fängt es an zu tauen? Könnte sein, dass es taut, ne? So, ich überlege gerade, machen wir uns hier oben ein Feuer rein oder, ich glaube, ich nutze mal unten das Feuer. Ich baue mal hier unten nochmal ein Feuer. So, das machen wir mal. So. Und dann, ja, wir machen sie erstmal an. Und dann nehmen wir uns mal hier. Stein. Wir haben nur einen Stein, das ist ja toll. Ich habe aber ein Steinlager da hinten. Haha. Sehr schön. So, Virginia chillt ein bisschen am Feuer. So, kann man eigentlich noch ein besseres, ein anderes Feuer machen? Ist noch irgendwie was Besseres? Standfeuer. Wie so eine Fackel. Fackel mit Stoff. Ach so, und dann nochmal Holz dran. Ah. Lass uns das mal testen. Stock in den Boden, dann Stoff dran, dann nochmal ein Stock. Sag mal, was ist denn hier los? Disco in Moskau oder was? Okay. Disco in Moskau, Moskau, Moskau. So, her mit meinen Pfeilen. Ah, Virginia mischt endlich mal mit. Was wär denn? So.
Headshot durch die Palisade. Hast du fein gemacht. Das hast du fein gemacht. Hallo? Ja, das war jetzt dumm von mir. Das war dumm von ihm. So. Obwohl, ne, warte mal. Ich muss ja gar nichts da. Quatsch, ne, was mach ich denn da? Ich muss ja gar nichts. Gar keine Knochen da drauf schmeißen. Ich schmeiß mal hier das vergammelte Fleisch da drauf. Und ein bisschen Geld ins Feuer. Virginia geht jetzt Patrouille, das ist gut. Ich könnte ihr ja den Neoprenanzug geben. Oder so. Ich probiere das gleich mal. Weißt du nicht, ob das funktioniert? Ich würde vermuten, dass sie jetzt auch mit dem Patch das rausnehmen, dass man vergammeltes Fleisch grillen kann. Falls es nicht sogar schon rausgepatcht wurde. Nee, es geht noch. So. Hör mal, Virginia. Es ist schön, dass du dich wäschst. Ja. Nee. Ich kann ihr sonst nichts geben. Warum nicht? Also ich muss ihr doch irgendwie auch eine Jacke geben können oder so. Geht alles nicht. Und komisch. Naja. So, Kelvin kann nur Holz besorgen. Da ist ja zu. Müssen wir mal abwarten, wie sich das verhält, wenn es mal Sommer ist. Ob das reicht. Ich würde jetzt auf jeden Fall gerne hier endlich mal an meiner Veranda hier bauen. Ne? So, wir wollten hier noch ein so ein Ding so drauf machen. So. Und dann können wir das Haus da vergrößern. Frage ist, machen wir erst das Haus? Ich glaube, ich würde erst am Haus ein bisschen bauen. Obwohl es eigentlich auch Sinn macht, dass man hier weiter baut. Wir bauen einfach. Ganz gechillt. Warum denn nicht? Der war falsch. So. Dann kann man hier schon mal hochgehen. Bald. Jetzt mal unten noch ein bisschen Boden hinmachen. Bitte, danke. Geil. Dankeschön. Ich wäre so froh, ich hätte Klamotten für dich. Ich kann jetzt hier keine... Ich muss wahrscheinlich erst den legen. Ja. So. Na. So, das geht schon mal. Ich finde es gut, dass sie die Waffe jetzt in der Hand behält. So. Dann kann man hier schon mal schön hoch und runter gehen. Aber da fehlt noch irgendwie einer, oder? Meine ich das nur? Kelvin, bring die Stämme ran. So. Guck mal, Virginia. Sieht doch gut aus, oder? Ich soll schon wieder mitkommen. Ich muss aber erst was essen. Und wir müssen was trinken.
Wo gehen wir denn hin heute? Wohin gehen wir denn? Man kann Kelvin so lange Stämme schleppen. Das macht ihm Spaß, dann hat er seine Aufgabe. Wir laufen wieder hier lang. Okay. Wo führt sie uns hin? Hier steht so ein Golfkart. Alles klar. Ja, okay. Vorne. Da oben sind Eingeborene. Okay, wir müssen da vorne irgendwo hin. Hier waren wir doch schon mal. Wir waren doch auch schon mal hier unten, oder? Weiß aber nicht, ob wir im Winter hier waren. Vielleicht ist hier eine Höhle oder ein Eingang zu einer Höhle, wo man aber nur im Sommer reinkommt. Und wir können ja mal hier lang laufen. Sie läuft jetzt auch da lang. Und sie hat ja auch in die Richtung gezeigt. Okay. Ich gehe mal gerade hier ein Stück weiter gucken, ob hier irgendwie was ist. Okay, genau vor uns. Du hast die Knarre. Okay, zwei Kannibalen. Oh, jetzt greift sie an. Das ist gut. Ich wüsste, wo sie hin will.
glaube, ich laufe mal nochmal nach Hause. Ich weiß nicht, was sie mir hier wirklich zeigen will. Kommt sie mit? Ja. Können wir mal hier so rumgehen? Hier oben drauf oder so? Da ist einer von den Eingeborenen. Jetzt hat sie die Knarre, jetzt hörst du es nur noch scheppern im Wald. Finde ich gut. Naja, also ich glaube, Virginia kommt mittlerweile klar. Oh. Hier ist ein Höhleneingang. Aber sind wir hier schon... Geh mal gucken. Ich vermute, wir sind hier rausgekommen, ne? Müssen wir das frei sprengen oder kommen wir da irgendwie hoch? Kann ich mit der Rope Gun da irgendwas machen? Nee. Aber wir sind hier, glaube ich, rausgekommen mal, ne? Ich glaube, wir sind hier rausgekommen aus einer Höhle. Wenn ich mich nicht täusche. Dann lass mal nach Hause gehen. Nach Hause gehen und ein bisschen weiter bauen. Das würde ich gerne machen noch in der Folge hier. Und ich freue mich schon drauf, wenn wieder Sommer wird oder Frühling. So. Warum fällt hier überall das Efeu ab? Also die Axt ist ganz merkwürdig, die verhält sich ganz komisch. Die schlägt manchmal und manchmal schlägt sie nicht, also es ist so ganz, ganz strange. So. Nehmen wir noch zwei Baumstämme mit. Ein bisschen mehr Verteidigung müssten wir auch noch hier drumherum bauen bei Gelegenheit, ne? So, wie sieht das hier aus beim Stammlager? Oh ja, da ist noch jede Menge Platz. So, okay. Sehr schön. Weiter geht's. Ja, findest du gut, ne?
Ja, setz dich mal. Hast du dir verdient heute. Ach komm, wir bauen mal oben ein bisschen. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? So. Ja, das sieht doch gut aus. Wie sind das da hinten mit den Trying Racks? Da hängt auch noch was dran. Okay. So, dann können wir doch hier hochgehen. Dann können wir hier außen rum, ne? Ach so, da fehlt noch ein Balken. Da fehlt noch der. Und der. Ich glaube, den konnten wir nicht setzen im Sommer, ne? Wenn ich mich da recht erinnere. Den kriegen wir nicht weg. So. Dim, 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 dim. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Haben wir noch einiges vor hier. Ja, ich muss die, glaube ich, reinlegen, die Querbalken, ne? Sonst kriege ich hier keine, keinen Boden rein, ne? Können wir mal gerade ausprobieren hier, aber hier, doch, da, doch, es würde gehen, aber ich mache trotzdem einen rein. Warum geht's jetzt hier nicht? Warum fällt Kelvin da vorne Bäume, wenn da hinten alles voll mit Holz liegt? Also der Kelvin ist schon ein komischer Typ. Aber egal, er schleppt Stämme ran. Er macht seinen Job. Das bereitet ihm Freude. Damit kann ich ganz gut leben. So. Na, wenn das mal hier ausgebaut ist, dann haben wir aber richtig schön Wohnfläche. Fehlen uns nur noch 5 Milliarden Baumstämme. Da geht noch einiges an Holz drauf, mein lieber Scholli. Naja gut, aber wir haben ja Zeit. So. Ich glaube, ich würde mir hier so einen kleinen Balkon machen, würde aber ab hier so rüber das alles als Wohnfläche nutzen wollen. Warum schmeißt er den immer weg? So. Fenster hier würde ich drin lassen. Die Wand könnte man 1:1 darüber setzen. Machen wir vielleicht hier noch ein Fenster rein oder so bei Gelegenheit. Schauen wir da mal. Fenster sind ja schnell gemacht. Ist ja im Endeffekt auch nur einfach ein Loch in der Wand, ne? Ist ja noch nicht mal ein Fenster. So. Kommen wir natürlich in das Problem, dass wir die Stämme schneller verarbeiten, als Kelvin die ranschleppen kann. So. Einen Baumstamm haben wir nur noch. Virginia könnte ja auch ein bisschen Holz tragen. Wo ist denn da das Problem? Ich baue dir auch ein Bett. Wenn die Bude größer ist, kriegst du ein eigenes Bett. Brauchst dich nicht in meins zu legen. Ja, das findet sie gut. Ich finde das auch gut. Wieso stehen hier die Tür auf? Ach, Kelvin. Alte Socke.
So, okay, dann würde ich sagen, wir machen hier noch einen auf Holzfäller. So. Wenn ich weiter so Holz hacke, dann haben wir irgendwann eine Schneise zum Strand. Können wir da morgens hinlegen, können wir direkt unser Handtuch irgendwo auf den Liegestuhl platzieren. Huch. Also die Axt, die macht mich wahnsinnig. Was haben die denn mit der Axt gemacht? Hält sich echt sehr merkwürdig manchmal. Geh da weg! Geh da weg! Geh da weg! Also das gefällt ihr. Virginia steht auf Männer, die schwer arbeiten. Du setzt dich einfach mal so mitten rein hier. Kelvin scheint keine Chance zu haben bei Virginia. So. Baum fällt. Das Ding, ey, der fällt. Ich fäll den hier, ne? Der geht bis an die Palisade. Dieser Stamm. Jetzt schon wieder. Ich hab gar nicht geklickt. Den zweiten Schlag, den die Axt gemacht hat, den hab ich nicht gemacht. Mach die von selber. So, Virginia, komm, wir gehen mal rein. Guck mal, wie weit der Baum geht bis, der ist bis hier hingegangen, ne? Hier ist das letzte Stück von dem Baum irgendwie weggespawnt oder so. So, die Baumkrone. So. Okay, dann lasst uns hier mal schauen. Zack. Zack. Ein bisschen Holz muss hier noch hin. So. Mach das jetzt so. Sonst schmeißt er den einen da immer weg. Dann musst du den immer extra wieder aufheben. Kelvin denkt sich auch, ey, was mache ich hier eigentlich? Ey, ich packe die ganze Zeit Stämme in das Regal und wird nie voll. So. Okay. Gut, weiter. So ein Standfeuer wollte ich noch irgendwo bauen. Mal gucken, wo wir das machen. Ich nehme mal den da raus und pack den da hin. Und den raus und pack den auch da hin. Hä? Wieso denn jetzt auf einmal so rum? Okay, ich dachte schon gerade. Kann doch irgendwie nicht sein. So. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay.
dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann geht's weiter hier. Gemütlich am Häuschen bauen. Es ist schon ganz schön groß geworden, ne? Also ich würde hier noch das Haus auf jeden Fall bis hier vorne an die Kante ziehen. Das Schöne ist, wenn wir hier irgendwie ein Fenster hätten, ja? Dann könnten wir immer so darüber schießen, falls die mal da vor der Palisade stehen. Naja, schauen wir mal. Aber das hier gefällt mir schon richtig gut. Wenn das Haus mal bis hier hingeht, dann haben wir auf jeden Fall richtig schön viel Platz. Virginia ist wieder getarnt. Jo, ganz genau. Lasst ein Däumchen da. Das wollte sie sagen. Okay, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis denn und tschüss.